Und damit herzlich willkommen zum Start von unserer F1 Megakarriere, der bisher größten Karriere hier auf meinem Kanal. Wir spielen, wie ihr sehen könnt, F1 2010 und ich möchte ganz kurz, bevor wir loslegen, erklären, was diese Megakarriere sein soll. Wir fangen jetzt an mit F1 2010 und werden eine Saison in jedem Formel 1 Spiel spielen, von F1 2010 bis F1 2014, also allen Spielen auf den alten Konsolen. Und das Ganze wird einfach so ein bisschen zusammenhängend sein. Wir spielen jetzt eine Saison F1 2010, dann geht es natürlich weiter mit 2011 und wir werden versuchen, die Teamwahl so ein bisschen daran anzupassen, wie unsere Saison hier in 2010 läuft und das Ganze einfach so ein bisschen zusammenhängend zu machen und das über 5 Saisons hinweg. Jetzt eben die erste in F1 2014 und die letzte dann in, was weiß ich, wie weit ferner Zukunft, das wird natürlich ein bisschen dauern, in F1 2014. Und ich würde sagen, das war auch im Großen und Ganzen schon alles. Ansonsten wird das einfach eine ganz normale Karriere, eine ganz normale Saison hier in F1 2010 und es geht dann eben weiter mit 2011, 12, 13, 14. Genau. Und ich denke, das war's auch. Legen wir direkt los mit dem Beginn von unserer Karriere. Wie möchten Sie genannt werden? Männlich, weiblich oder Spitznamen? Ah, Spitznamen will ich genannt werden. Das ist ja geil. Man hat hier wirklich solche Spitznamen, die kenne ich gar nicht mehr. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Eigentlich so richtig nicht mehr. Seit unserer Karriere, die wir damals gemacht haben, vor, was weiß ich, 3 Jahren oder so. Was sind wir denn? Wir sind der Crash-Pilot sind wir. Das passt. Das passt. Damit bin ich zufrieden. Weißt du? Ich möchte mich mit den Besten messen, Alte. Ganz, ganz einfach. Jetzt wird's interessant, wir kommen zur Teamwahl für die erste Saison der Megakarriere und ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt. Damals haben wir eine Karriere in F1 2010 mit Lotus gemacht. Vielleicht können sich da manche ja noch dran erinnern, das war eigentlich ziemlich lustig. Aber diesmal habe ich mich dazu entschieden, ein bisschen ein besseres Team zu nehmen, weil wir damals schon relativ oft ziemlich weit hinten waren, wenn ich mich da richtig erinnere. Und die Wahl ist auf Williams gefallen. Kommen wir ganz kurz, bevor wir loslegen, zu den Renneinstellungen. Die sind wie folgt, wie ihr hier sehen könnt, nichts Besonderes, also eigentlich ganz normal. Die KI ist auf Legende, also der schwersten Stufe, aber ihr werdet schnell sehen, dass die KI natürlich nicht auf dem Level ist, wie sie das jetzt in F1 2019 ist. Das war alles natürlich noch ein bisschen schlechter, sagen wir es mal so. Die Renndistanz sind 20%, das werden wir so machen. Das habe ich früher auch immer gemacht in den ganzen älteren Karrieren, einfach so 20% Rennen. Das war immer eine ganz gute Länge, von daher würde ich das gerne hier auch machen. Und dann würde ich vorschlagen, legen wir direkt los mit dem ersten Training der Saison hier in Bahrain. Wer ist eigentlich unser Teamkollege hier in dieser ersten Saison? Ist das Hülkenberg oder wer? Ah ne, Barrichello, okay. Gab es ja auch noch diese coole lange Streckenführung hier von Bahrain. Ich finde es eigentlich schade, dass es die heute nicht mehr gibt. Und ich muss sagen, das fühlt sich echt gut an, wieder zurück zu sein in diesem Spiel hier. Nach so langer Zeit. Aber das wird eine Weile dauern, bis ich darauf klarkomme. Ich merke schon. Boah, die Bremsen sind so gut wie nicht vorhanden im Vergleich zu den modernen Autos. Noch eine Sache, die ich in Erinnerung habe, noch von damals, ist, dass man sich ziemlich leicht wegdreht in dem Spiel. Vor allem auf manchen Curbs. Also da werden wir auf jeden Fall vorsichtig sein müssen. Wir kommen über die Linie. Das war so die erste vernünftige Runde, die ich hier hinlegen konnte. 2:01 und das reicht für den ersten Platz zwischenzeitlich. Okay, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. 3,8 Sekunden fehlen uns auf den Erstplatzierten. Das war Webber im Red Bull. Was hat denn unser Teamkollege hier hingelegt? Ja, auch nichts so Besonderes. Er war nur ein bisschen schneller. 4 Zehntel. Aber ich meine, das war nur das Training. Das Qualifying kommt jetzt noch. Das wird auf jeden Fall wichtiger, da müssen wir uns nochmal steigern, aber ich bin da guter Dinge, dass wir das schaffen können. Springen wir direkt ins Qualifying. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Boah, Ziel werde Zehnter oder besser. Die sind aber ganz schön optimistisch hier. Nein! Ach, scheiße, die Runde war richtig gut bis hierhin. Aber das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Man muss nur ein bisschen zu stark über den Curb fahren. Und dann ist das Auto weg. Da macht man dann überhaupt nichts mehr. Oh, die KI macht Platz, wenn man auf einer fliegenden Runde ist. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ach, komm schon. Oh Mann. Letzte Kurve nochmal vernünftig mitnehmen, jetzt keinen dummen Fehler mehr einbauen. Na, das war ein bisschen spät auf der Bremse, aber sonst war die Runde echt ordentlich, den Umständen entsprechend. Mal gucken, für was das reichen wird. Schaffen wir eine Zeit unter 2 Minuten, das wäre doch schon mal eine ordentliche Verbesserung. 1:58,9 und das reicht für den 12. Platz momentan. Uemi, oh, die ghosten sogar, wenn die aus der Box fahren vor einem. Ey, das Spiel ist ja Luxus im Vergleich zu 2019.
Na, scheiße, da wollte ich ein bisschen zu viel. Sonst wäre die Runde echt ganz gut gewesen, bisher zumindest. Aber leider werden wir uns jetzt nicht mehr verbessern können. Na, obwohl von der Zeit her würden wir sogar noch eine Runde schaffen. Ich weiß halt nicht, ob die Reifen das so ganz mitmachen, aber probieren wir es einfach mal. Über die Linie für unsere letzte Zeit hier im Qualifying. Wir konnten uns nochmal verbessern, eine 1:58.0. Und das ist der 7. Startplatz hier beim ersten Rennen der Saison. Das war doch mal eine richtig gute letzte Runde. Wo war Barrichello? Okay, der hat komplett versagt. Platz 15 nur. Mit einer Zeit von 2 Minuten 1. Das ist irgendwie komisch, wenn vorne eine 2 steht anstatt eine 1. Aber die Strecke war damals echt lang. Mit diesem längeren Teil, den es ja 2010 gab. Ich bin mir übrigens auch gar nicht so sicher, wie Williams damals 2010 war. Ich weiß es echt nicht mehr. Waren so ein Mittelfeldteam mehr oder weniger. Also dafür ist der 7. Platz, denke ich, echt schon eine ziemlich gute Leistung. Und Barrichello dafür, der muss sich auf jeden Fall nochmal steigern. Oh, ach du Scheiße, wir haben Degrassi, der 7,7 Sekunden hinter der Polezeit war. Hier sind wir jetzt in der Garage vor dem ersten Rennen der Saison und schauen wir direkt mal, was für eine Rennstrategie uns hier vorgeschlagen wird. Eine 1-Stop logischerweise ist ja nur ein 20% Rennen. Wir starten jetzt auf den weichen Reifen, mit dem wir das Qualifying gemacht haben. Obwohl, das ist gar nicht die Rennstrategie, ne? Alles klar, so viel dazu. Hier haben wir die Rennstrategie. Wir starten auf den weichen Reifen, das habe ich schon richtig gesagt, auf dem wir das Qualifying gemacht haben und gehen dann schon in Runde 3 auf die harte Mischung. Also anscheinend gehen die Reifen hier ziemlich schnell in den Keller. Aber gut, das werden wir dann schon früh genug sehen. Gehen wir direkt in die Startaufstellung hier in Bahrain. Raus mit dem Auto, macht hinne, Jungs. Macht hinne, Jungs. Gas geben. Was für ein Scheißspruch. Nun denn, dein erstes Rennen. Erwarte nicht gleich ein Spitzenergebnis. Mach einfach ein paar Plätze gut und lern das Auto kennen. Viel Glück und vor allem viel. Hier sind wir jetzt in der Startaufstellung. Wie lange will der Ingenieur bitte noch reden? Da sind schon die 5 roten Lichter und es geht los. Zum allerersten Mal hier in dieser Saison. Wir kommen vernünftig weg, haben zumindest noch keine Position verloren. Und ich möchte die ersten paar Kurven hier gerne vorsichtig angehen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie die KI hier so drauf ist. Das werden wir erst noch rausfinden müssen. Die sind ein bisschen lustig drauf, wie man da gerade an Button und Massa sehen konnte. Rad an Rad jetzt mit dem McLaren-Piloten. Also ganz daneben setzen konnten wir uns aber nicht. Das war aber ein vernünftiger Start. Wir haben immerhin keine Position verloren. Leider aber auch keine gut gemacht. Boah, die bremsen aber alle sehr, sehr früh für diese Kurve. Hier außenrum vorbei an 3 Autos. Und vor auf den 5. Platz. Alonso ist auch ganz komisch langsam geworden da außen. Auch ihn können wir überholen. Das wird ein bisschen eng mit Vettel. Zum Glück sind wir ihm da nicht reingefahren. Und das war doch mal ein richtig guter Start. Vor auf Platz 4. Boah, und die KI hat ja mal mega Probleme hier in der ersten Runde. Vettel ist der Nächste. Wir bekommen einen besseren Ausgang aus dieser Haarnadelkurve, aber unser Topspeed ist leider nicht so ganz vorhanden. Ich glaube, Williams hatte damals einen Cosworth-Motor, ne? Also, dass das nicht so ganz toll ist, das ist ja zu erwarten. Du kannst ihn locker ausbremsen. Alter, komm mal runter. Wir sind in dem Williams. Oh, Vettel, was veranstaltest du da? Alter, was macht denn der immer vor dem Anbremsen hier, bitte? Boah. Das sieht nicht so ganz stabil aus, was der da zusammenfährt. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder so spät bremsen können wie vorhin. Oder ob die, besser gesagt, so früh bremsen wie vorhin. Ja, das sieht gut aus. Der bleibt da fast stehen, so gefühlt zumindest. Und das ist jetzt der 3. Platz hier für uns. Und wir haben auch noch keine Möglichkeit, um das Benzin aufs fette Gemisch zu stellen, wie ihr da links gerade sehen konntet. Das müssen wir anscheinend erst freischalten. Noch eine Sache, die ich so von damals in Erinnerung habe, ist, dass man bei den Boxenstops extrem viel Zeit verlieren kann. Also wenn da was schief läuft, dann kann man wirklich von den 3. in unserem Fall jetzt auf den 20. Platz zurückfallen. Also da müssen wir echt aufpassen. Boah, die KI kommt überhaupt nicht klar mit diesem neuen Teil der Strecke hier. Oder was heißt neuen? Alten besser gesagt. Hamilton wird hier ganz komisch langsam außenrum vorbei, vielleicht am McLaren. Piloten, leichte Berührung. Wir kommen weit raus, aber sind vorbei. Okay, das war ein ganz... Wo ist Hamilton? Oh, der ist da. Ach du Scheiße. Ich dachte, der ist hinter uns. Der war noch neben uns. Leider hat man hier nicht diese komischen Pfeile, die einem anzeigen, wenn ein Fahrzeug hinter einem ist. Jetzt müssten wir aber vorbei sein. Okay, das war ein bisschen komisch, aber es ist der 2. Platz für uns. Das Problem ist auch, wir haben nicht wirklich Spiegel, oder haben wir schon, aber die sind so komisch klein und ganz weit am Rand, dass man die fast nicht sehen kann. Also ein Auto neben sich da zu bemerken, ist gar nicht so einfach. Runde 3, jetzt wird's spannend. Wir kommen rein für unseren ersten Stop überhaupt hier in F1 2010. Man muss auch bremsen für die Boxengasse, wie in F1 2019. Ich hoffe, das haben wir geschafft. Das Ding ist nämlich, wenn man eine Strafe bekommen sollte,
sieht man das erst später. Und man muss auch selber bremsen für die, für den Pitstop. Also wenn man nicht bremst, dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man vorbeifährt an der Boxencrew. Aber man fährt auf jeden Fall ein bisschen zu weit und verliert Zeit. Aber das ist alles halbwegs gut gegangen. 4,7, das ist in dem Spiel, glaube ich, vernünftig. Ich hoffe, wir haben keine Strafe bekommen für die Einfahrt. Das wird man jetzt sehen bei der Ausfahrt. Nein, haben wir nicht. Und wir kommen raus auf dem 10. Platz. Okay, das ist ja alles gut gelaufen. Die Grassi ist der erste von denen, die nicht gestoppt haben, den wir uns hier schnappen müssen. Boah, für die Kurve verbremse ich mich ziemlich oft. Die unterschätzt man immer so ein bisschen. Aber wir sind vorbei. Platz 9. Eine Runde später als wir kommen jetzt auch viele weitere an die Box. Das wird uns ordentlich nach vorne bringen. Und zwar auf Platz 4. Sehr schön. Und Trulli vor uns muss auf jeden Fall nochmal stoppen. Also momentan werden wir Dritter, wenn er an die Box fährt. Ich hoffe, den können wir uns aber auch einfach so schnappen. Das sollte kein Problem werden gegen den Lotus. Und hier ist die KI immer extrem schlecht im Anbremsen für diese Kurve. Momentan hätten wir ein Podium sicher hier in unserem ersten Rennen. Also besser könnte es bisher echt nicht laufen. Hamilton. Boah, Alter, sind die hier immer langsam. Mal sehen, ob wir dasselbe probieren können wie vorhin. Ich hoffe, diesmal läuft das ein bisschen sauberer ab. Wieder außenrum vorbei am McLaren-Piloten und vor auf Platz 2. Sehr schön. Und wir haben noch 5 Runden. Also vielleicht geht ja sogar noch was in Richtung Webber. Der hat zwar momentan einen ordentlichen Vorsprung von, was, 5 Sekunden sind das. Aber mal gucken, das Rennen ist noch lang. Da kommt jetzt aber erstmal Hamilton in unserem Windschatten. Ich glaube aber kaum, dass die KI sich hier traut, irgendwie innen reinzustechen. Von daher müssen wir uns da erstmal keine Sorgen machen. Die Pace ist aber richtig gut. Wir kommen sogar ran an Webber. Und was wäre das bitte für ein epischer Auftakt hier in diese Megakarriere, wenn wir direkt unser erstes Rennen gewinnen würden. Dafür ist aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, weil das Auto hier auf der Strecke zu halten und sich nicht wegzudrehen, ist wirklich nicht so einfach. Bisher gelingt mir das ganz gut, aber es reicht halt ein kleiner Fehler, wie man vorhin im Qualifying auch schon gesehen hat. Und dann dreht man sich ganz schnell weg. Es sind aber nur noch 2 Sekunden an derselben Stelle, an der es vor einer Runde 5 waren. Wir fliegen hier ja. Jetzt konnte er sich aber leider wieder ein bisschen absetzen in der letzten Runde. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kerl noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. Ja, das sagst du so einfach, du Arschloch. Wir beginnen die letzte Runde dieses Rennens hier. Und wenn wir Webber noch schlagen wollen, dann müsste ein ziemliches Weltwunder passieren. Aber mal gucken, es ist alles möglich. Es sieht aber leider so aus, als würden uns so ein bisschen die Runden ausgehen hier in diesem Rennen. Wir biegen gleich ein in die letzte Kurve und müssen uns wahrscheinlich mit dem 2. Platz zufrieden geben. Aber auch das ist viel mehr, als ich überhaupt nur im Ansatz erwartet hätte, hier bevor wir in dieses Rennen gestartet sind. Von daher bin ich damit mehr als zufrieden. Wir kommen über die Linie und holen in unserem ersten Rennen dieser Karriere unser erstes Podium. Herausragendes Rennen. Einfach fantastisch. 18 Punkte. Ja, vielen Dank. Hier haben wir das Rennergebnis. Webber gewinnt vor uns und Hamilton auf dem 3. Platz. Dahinter hatten wir dann Rosberg, Vettel und Button. Wo war unser Teamkollege? Oh, auch er holt Punkte auf dem 9. Platz. Das ist doch eine coole Sache. Werfen wir einen Blick auf die Fahrer-WM, die natürlich ein bisschen... Mann, was ist denn mit dem Controller? Naja, die wird natürlich genauso sein wie das Rennergebnis. Von daher ist das nicht allzu spannend. Konstrukteurs-WM, dort sind wir auf dem 3. Platz nach dem ersten Rennen. Das war ein mega Wochenende. Die erste Podiumsplatzierung in der Formel 1 ist sicherlich etwas ganz Besonderes für Sie. Ja, auf jeden Fall. Der erste Erfolg ist immer etwas Besonderes. Eine sehr gute fahrerische Leistung und 18 Punkte auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Glauben Sie, wenn es so weitergeht, bei der Vergabe des Titels ein Wörtchen mitreden zu können? Ach schade, so eine richtig arrogante Antwort gibt's leider nicht, aber angesichts unserer aktuellen Leistung ist der WM-Titel nicht unmöglich. Sie haben heute den 2. Platz belegt. Glauben Sie, dass Sie sich beim nächsten Rennen noch verbessern und ganz oben auf dem Podium landen können? Auf jeden Fall. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Das war's auch schon von der ersten Folge unserer Mega-Karriere. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Verbesserungstipps habt oder sowas ähnliches. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder beim Rennen in Melbourne, in Australien. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!